wenn er so marschiert. Ja, Treppenstufen und so. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und am Stream. Zunächst mal freut es mich, dass ich die FDP loben kann, Frau Gebauer. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und dass wir heute darüber reden, wie wir jungen Menschen die Botschaft vermitteln, dass MINT-Fächer gut sind, eine gute Option sind bei der Berufswahl, dass das wichtig ist. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das hier im Plenum besprechen, dass wir das im Ausschuss besprechen und dass wir als Politik darüber reden. Die Zahl der Studienanfänger ist gestiegen im MINT-Bereich. Das haben wir gestern auch in der Regierungserklärung gehört. Allerdings scheint es bei Lehramtsstudiengängen nicht der Fall zu sein, beziehungsweise nicht in ausreichendem Maße. Die Studie von Professor Klemm hat darauf ja hingewiesen. Die MINT-Fächer und auch die MINT-Studiengänge, das ist wichtig für NRW. NRW ist ein Technologiestandort. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Und deshalb ist auch die Sicherstellung einer guten Bildung im MINT-Bereich alle Anstrengungen wert. Die Forderung ist aber durchaus berechtigt, zu sagen, wir müssen in den MINT-Lehramtsstudiengängen einen viel größeren Fokus setzen und wir müssen dafür werben, dass junge Menschen solche Studiengänge anfangen. Die beste Werbung allerdings wäre, und da bin ich fest von überzeugt, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen, und zwar für die Lehrkräfte, sodass das Lehramt insgesamt als attraktiver Beruf erkennbar ist und dass dann auch MINT-Lehramtsstudiengänge begonnen werden. Ansonsten hilft alle Werbung in dem Bereich wirklich herzlich wenig. Die Gewinnung von Lehrkräften im MINT-Bereich, die leidet an Konkurrenz, denn dagegen steht, dass es attraktive Stellen gibt in Forschung und in der freien Wirtschaft. Was schlägt die FDP hier vor? Man soll Anreize entwickeln. Ich frage allerdings, was für Anreize sind denn das? Sie reden davon, dass Mädchen stärker eingebunden werden sollen, dass man mit dem Ausland kooperieren soll. Sie sagen, man soll mit der Wirtschaft kooperieren. In der Wirtschaft würde man einfach Einkommen verbessern. Das ist in der Schule mit den Angestellten im öffentlichen Dienst und den verbeamteten Lehrern leider nicht so leicht. Also, wie soll das funktionieren? Im Moment sehe ich da noch keine Antworten. Ich hoffe, dass wir im Ausschuss da in der Debatte noch ein bisschen weiterkommen. Wichtig ist, dass wir weniger Studienabbrecher haben. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Da gibt es Maßnahmen, die auch in der Studie stehen von Professor Klemm, die werden empfohlen. Die Qualität der Lehre soll erhöht werden, Studienbetreuung soll verbessert werden und so weiter. Aber das Potenzial sollte man meiner Meinung nach nicht überschätzen, denn die Motive für die Aufnahme eines Studiums und für Abbruch eines Studiums, die sind doch sehr vielfältig. Und es bleibt die Frage offen, und da müssen wir darüber diskutieren, welche Maßnahmen helfen am Ende. Besonders wichtig, und auch da haben wir gestern im Rahmen der Regierungserklärung darüber gesprochen, ist, dass wir über Informatikunterricht reden und dass wir über Programmieren an Schulen reden. Die Frau Ministerpräsidentin hat ja gestern das Projekt Programmieren an der Grundschule schon angekündigt. Wichtig ist in dem Punkt, wir müssen uns ein Gesamtbild darüber machen, wie die neuen, die digitalen Kulturtechniken an Schülerinnen und Schüler vermittelt werden, wie das Interesse geweckt und erhalten werden kann. Von daher muss in dem Bereich ganz klar eine Stärkung herbeigeführt werden. Das ist die Zukunft. Die Kinder, die Heranwachsenden müssen sich in dem Bereich frei entwickeln, frei bewegen können. Und da müssen wir auch als Politik ganz genau hinsehen. Wir haben mit dem Antrag die Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme zu machen und uns anzugucken, wo stehen wir eigentlich? Wir wissen alle, wo wir hinwollen. Und was können wir eigentlich tun, um die Situation im Bereich MINT zu verbessern? Ich freue mich da über die Beratung im Ausschuss. Ich hoffe, dass wir gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen. Und als Letztes möchte ich dem Herrn Voss sagen, Sie haben gerade eins vergessen zu sagen, man darf den Bierdeckel natürlich erst loslassen, nachdem man das Glas umgedreht hat. Es sei denn, das Ergebnis nasse Hose soll bei Ihrem Projekt immer rauskommen, dann wäre das natürlich immer ein erfolgreiches Experiment. In diesem Sinne, vielen Dank.